Willkommen bei Hollycars. Ich bin Holly und ich zeige euch heute den Volvo XC40 T4, also Benziner mit 190 PS, Allrad in der Momentumausstattung mit Automatikgetriebe. Der Wagen ist aus 2018, hat 67.350 Kilometer, ist aus erster Hand, ist unfallfrei, hat keine Nachlackierung, ist Checkheft gepflegt durch Volvo. Der nächste Service ist jetzt im September 2023 fertig. TÜV ist jetzt dementsprechend dann auch bald wieder fällig. Die Ausstattung ist ziemlich gut. Er hat keine Volledersitze, aber dafür eine Teilledersitze. Ich bin eh nicht so ein Vollleder-Fanatiker, da das mir einfach zu heiß ist. Im Sommer, und wenn keine Sitzbelüftung vorhanden ist, ja, ist es mir einfach zu heiß. Der Zustand vom Auto ist ganz okay. Also nicht viel zu meckern. Hier und da Kleinigkeiten, aber da kann man ja vielleicht drüber wegsehen. Das ist eine Geschmackssache. Grundsätzlich, Volvo ist eine gute Marke, ist nicht gerade die günstigste, aber mit einer der sichersten. Die XC40 als Benziner verbrauchen vielleicht ein bisschen viel, also sie werden schon hier ihre 19 Liter verbrauchen, auf Langstrecke natürlich weniger, aber so ganz normaler Betrieb, ja, da gibt es auch Autos, die ein bisschen weniger Verbrauch haben. Liegt vielleicht auch daran, dass der Wagen einfach ein kleiner SUV ist, Volvo generell ein bisschen schwerer ist und ja, dementsprechend die Aerodynamik auch nicht so vorhanden ist. Wir gehen mal zusammen rum. Also mir ist aufgefallen bei dem Auto, dass er hier vorne an der Motorhaube hier leichte Kratzer hat plus einen größeren Steinschlag. Das kann man aber wegkriegen für kleines Geld. Entweder reicht schon ein Lackstift oder man nimmt einfach einen Smart Repair. Das kostet um die 100 Euro. Die Felgen sind soweit in Ordnung. Winterkomplettfeder gibt es auch noch dazu. Die Sommerreifen sind auch noch gut. 18 Zoll Sommerbereifung ist dabei. Außenspiegel haben nichts. Die Fahrradtürkante hat eine Kleinigkeit. Felge hinten links ist auch okay. Die Bremsen sind in Ordnung. Einparkhilfe hinten vorhanden. Die Heckklappe ist nicht elektrisch bei dem, gibt es aber. Ich finde elektrisch besser. Kann natürlich auch, wenn was kaputt geht, teurer dadurch gleich werden. Auto hat eine semi-elektrische Anhängerkupplung. Da ist er auch schon. Schön einfach und wieder Knopf drücken, entriegeln. Und das war's. Auch wieder Halterung für die Einkaufstaschen, Zurösen für ein Gepäcknetz. Tieferen Ladeboden. Durchlademöglichkeit, das ist wahrscheinlich jetzt die Armlehne, genau, die Armlehne und die Kopfstütze, aber das ist nicht so schlimm. Das ist nur Dreck. Hier hinten ist alles soweit okay. Wenn man umklappt, hat man eine gerade Ladefläche. Hinten natürlich Isofix links und rechts, Armlehne runter machen, gleichzeitig Getränkehalter, Gebläse hinten, Sitzheizung hinten und USB-Anschluss. Hier die typischen Netze. Was mir dann noch aufgefallen ist, beim Beifahrersitz sind hier unten unter der Bedienung leichte Kratzer, ist nicht so schön, aber vielleicht tolerierbar. Ansonsten ist er gepflegt. Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz. Der Fahrersitz ebenfalls, allerdings mit Memory-Funktion noch. Dann haben wir die Oberschenkelauflagenverlängerung. Handschuhfach ist ein bisschen klein. Stifthalterung ist dabei und hier oben haben wir eine separate Halterung für das komplette Bordbuch. Beifahrer-Airbag lässt sich bei dem Wagen deaktivieren und er hat ein besseres Soundsystem, nämlich Harman Kardon. Hier ist auch alles soweit okay. Also es gibt echt nicht viel zu meckern. Das ist so das Einzige, was einem so aufgefallen ist. Der Steinschlag da vorne und die Fahrertür. Toter Winkelassistent ist vorhanden, das sieht man an diesen Strichen dort. Hier ist die Memory-Funktion für den Fahrersitz. Auch der Fahrersitz sieht okay aus.
Lenkrad ist nicht abgegriffen. LED-Scheinwerfer sind vorhanden. Dann digitales Display. Hier haben wir die Limit-Funktion und Tempomaten. Spracheingabesystem. Nicht nur für das typische wie Navi oder Telefon oder Radio, sondern auch für Klimaanlage, Sitzheizung, Temperatureinstellung und solche Geschichten. Hier der Knopf ist für den Bordcomputer. Ansonsten haben wir hier ein überschaubares Touchdisplay, wie man es auch vom Handy kennt. Einfach reingehen, vergrößern, rein, rausziehen, wie man halt möchte. Mit der Home-Taste wieder zurück. Radio. Telefon koppeln, das Klangerlebnis für das Harman Kardon. Hier unten haben wir die Sitzheizung, Lenkradheizung. Hier kommt man in die Klimaanlage rein. Die können wir mal anschalten, es wird langsam warm. Hier kann man die Temperatur einstellen. Natürlich kann man auch wischen, einmal nach links gewischt, hat man hier oben so Short-Button. Und auch in der Mitte und einmal nach rechts gewischt kann man ein paar Sachen einstellen, wie zum Beispiel, dass der tote Winkelassistent deaktiviert ist oder der Spurhalteassistent deaktiviert ist, Verkehrskennzeichenerkennung ist dabei, Querverkehrswarnung, solche Geschichten. Hier unten haben wir dann noch ein paar kleine Button. Warnblinkanlage, Frontscheibenbelüftung, Heckscheibenheizung, Außenspiegelheizung. Die Außenspiegel sind nicht nur beheizt und auch elektrisch verstellbar, sondern auch elektrisch anklappbar bei dem Modell. Hier haben wir einen Drive-Mode. Das bedeutet, die Fahrcharakteristik wird umgestellt, kann man dann auswählen zwischen komfortabel, Dynamik oder auch ökonomisch. 12 Volt, USB, Schaltgetriebe, also beziehungsweise Automatikgetriebe, der Schalter dazu. Die Parkposition, wenn man in der Parkposition ist und dann nach oben oder nach unten den Hebel macht, kommt man automatisch immer in N. Und da muss man halt auswählen, ob man runterschaltet, um in D zu kommen oder nochmal runterschaltet in manuellen Modus oder nach oben für das Rückwärtsfahren inklusive Einparkhilfe vorne, hinten und Rückfahrkameraaktivierung. Dann haben wir hier noch üppige Getränkehalter, elektrische Handbremse, Automatik Hold. Hier haben wir einen Mülleimer, den kann man auch dann rausnehmen logischerweise und ausleeren. An dem Mülleimer ist noch mal so ein Netz gespannt, ein großes Staufach unter der Armlehne. Der Innenspiegel blendet automatisch ab. Der Wagen hat Volvo On Call, das ist so ein Sicherheitssystem, da gibt es eine App dazu, da kann man auch viele Spielereien machen mit Fahrzeugortung und auch Routenplanung von zu Hause ans Auto schicken. Wenn der Wagen eine Standheizung hätte, kann man die Standheizung aktivieren. Man kann auch das Gebläse im Vorfeld aktivieren. SOS-Knopf ist natürlich vorhanden. Und dann hat er das Panorama-Glasschiebehebedach mit Jalousie. Wir stoppen mal zwischendurch und ziehen wieder nach hinten. Machen mal die Aufstellfunktion. Und dann gucken wir uns noch an, wie weit das Schiebedach aufgeht. Das hat zwei Stellungen. Einmal hier und einmal nochmal gedrückt, geht es noch weiter auf. Natürlich hat der Volvo neben der Heckprallabschwächung auch einen Notbremsassistenten für zum Beispiel eine Hauswand, ein Auto, Tiere, Menschen. Da macht er dann im letzten Moment eine Notbremsung. Auf der Autobahn macht er auch Ausweichmanöver, beziehungsweise nicht nur auf der Autobahn, auch auf der Landstraße oder sonstige, auf der Landstraße. Natürlich auch nur, wenn kein Gegenverkehr oder sonstiges da ist, wenn man einfach unachtsam ist. Also Volvo ist wirklich sehr, sehr sicher. Sicherheit kostet was. Deswegen ist Volvo auch nicht unbedingt gerade das günstigste, aber man bekommt für sein Geld wirklich ein fast Premium-Auto mit einer sehr hohen Sicherheitsausstattung, guten Motoren und ja, nicht altbacken, sondern auch dem heutigen Standard. Also, wenn das Video informativ war, dann wünsche ich mir gerne eine Rückmeldung, einfach einen Kommentar reinschreiben und natürlich freue ich mich auch über jeden Daumen hoch und ja, Kanal abonnieren, falls ihr nichts verpassen wollen, einfach nochmal dann das nächste Video anschauen. Vielen Dank fürs Interesse und bis demnächst, euer Holly.